Hey Leute, ich bin's wieder, Racer Axel, und grüße euch hiermit recht herzlich zum 8. Video der Reihe Hashtag kleinen YouTubern helfen, und mit dabei ist heute der Tapsi. Und ja, ich würde mal sagen, du kannst erstmal gleich deinen Kanal ein bisschen vorstellen und ja, fangen wir an. Ja, hi, ich bin der Tapsi und auf meinem Kanal kommen halt ein paar Commentaries, Gameplays und weiteres. Und ja. Okay, cool. Gut, dann kommen wir auch gleich schon mal zu den Fragen. Und zwar erste Frage, welche Spiele gibt es denn im Moment so auf deinem Kanal zu sehen oder welche Projekte hast du im Moment so? Meistens, also hauptsächlich Call of Duty, Black Ops 2 im Moment noch, bis Advanced Warfare halt rauskommt und ein paar Naruto-Gameplays. Okay, also wirst du dir auch Advanced Warfare dann holen. Ja, auf jeden. Okay, cool. Gut, ja, das beantwortet ja schon ein bisschen die nächste Frage. Was gibt's denn, also was hast du so geplant für demnächst Projekte oder Videos auf deinem Kanal? Also was da so demnächst geben wird? Ja, vielleicht ein paar Let's Plays, so was weiß ich, so Uncharted oder sowas, halt so in Richtung Abenteuer und sowas Okay, halt. cool. Ja, und dann halt noch die Advanced Warfare Gameplays, denke ich. Jo, auf jeden. Und gut. Dann, nächste Frage, spielst du auf Konsole oder auf dem PC? Ich zock auf der PlayStation 3, also vielleicht auf der PlayStation 4 auch noch, weiß ich aber noch nicht, aber hauptsächlich auf der 3er. Okay, und da hast du Elgato oder wie nimmst du da auf? Ja, Roxio Game Capture. Ach so, okay. HD Pro. Gut, ja, die hatte ich früher auch mal gehabt. Gut, dann nächste Frage, was zockst du denn so im Moment am allerliebsten, also dein Lieblingsspiel so im Moment? Also im Moment, ist es Naruto Revolution. Ja. Also das Spiel ist am 12. rausgekommen und deswegen das spiele ich jetzt durchgehend eigentlich fast nur. Okay. Macht auch sehr viel Spaß. Okay, cool. Ja. Gut. So, dann vorletzte Frage. Wenn es eins gibt, welches Vorbild wäre denn so deins? Also wenn du eins hast. Ja, also Vorbild zum Beispiel so Allotrix oder auch halt so große YouTuber halt, so German Let's Play oder so, weil die sind sehr groß, haben sehr viele Fans und daran nehme ich mir halt ein Beispiel und so. Ja. Okay, ja, denke ich, sind auch die meisten. Cool, gut. Ja, dann letzte Frage. Was wäre denn so dein größtes Ziel auf YouTube, was du mal gerne erreichen wollen würdest oder so? Ja, auf YouTube wäre cool, wenn ich etwas größer werde, Ja. weil interessiert mich auch, wie ich so das richtige Feeling, weil wenn man klein ist, weiß man ja nicht so, wie sich Gronkh oder was weiß ich so, wie die sich fühlen so mit den großen Abonnenten halt. Und dieses Gefühl möchte ich auch mal kriegen, aber erstmal langsam hochkommen, so 100, 200 und dann halt sich gucken, wie es entwickelt. Ja, okay, cool. Ja, das ist genau das Gleiche, denke ich mir eigentlich auch so. Gut, das war's eigentlich auch schon so mit den Fragen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück bei dem Ziel. Und ich würde sagen, du kannst jetzt gleich nochmal deinen Kanal bis, also du kannst nochmal den Leuten da draußen sagen, warum sie dich unbedingt dich denn gerne abonnieren sollten. Ich sag schon mal ciao, bis zum nächsten Video und ja, gebe das letzte Wort an dich. Jo, dann, ich hoffe, ihr abonniert mich, das wäre sehr schön. Und also mein Kanal ist halt also sehr offener Kanal. Ich rede viel und ich probiere auch jeden zu unterhalten. Und falls es auch langweilig für euch wird, schreibt es mir bitte oder sagt halt, was ich ändern soll oder so. Ich bin für Sachen offen halt. Dann danke.